tamaa, moyo sifa yake kutamani. Tamaa ya moyo inaweza kukue kama tatani. Unatamani kuza wakati bado uko shuleni, tumia akili kukataza. Noch heute transportieren die meisten Menschen in Afrika fast alles zu Fuß. Eine afrikanische Familie auf dem Land braucht täglich mehrere Stunden, um zum Markt zu gehen, Brennholz zu sammeln oder Wasser zu holen. Ein Auto oder Motorrad können sich die wenigsten leisten. Es ist zu teuer. Das Velo ist da eine erschwingliche Alternative. Damit transportiert man dreimal mehr in einem Viertel der Zeit als zu Fuß. Aber gute und bezahlbare Velos sind in Afrika Mangelware. Darum sind die Occasions-Velos aus der Schweiz sehr begehrt. Sie sind günstig und stabil. Velo für Afrika ist grundsätzlich ganz eine einfache Idee. Es gibt in der Schweiz mehrere Millionen Velo, die unterwegs sind, die teilweise gebraucht werden, aber auch ganz viele, die nicht gebraucht werden, die irgendwo auf einem Parkplatz rumstehen. Ein grosser Teil dieser Velo landet auch irgendwann wieder im Altmetall. Wir sehen das nicht als Abfall, sondern als Rohstoff, der in Afrika wiederum Arbeit ermöglicht, Mobilität ermöglicht für einen grossen Teil der Bevölkerung. Das Programm Velos für Afrika des Gump- und Drahtesels in Bern-Liebefeld hat bis heute über 100.000 Velos gesammelt, geflickt und nach Afrika exportiert. 100.000! Eine einfache Idee mit großer Wirkung. Unsere Partner berichten, dass das Velo natürlich nicht nur von einer Person gebraucht wird, sondern von 3, 4, 5. Das heisst, wir können davon ausgehen, dass die Velo die 100.000, die jetzt in Umlauf sind, fast an einer halben Million Leute das Leben erleichtert. Was Paulo Richter 1993 als Einzelinitiative ins Leben gerufen hat, ist heute ein Netzwerk, das über die ganze Schweiz verteilt ist. Die Wurzeln sind geblieben. Die Uridee des Drahtesels war einerseits ein sozialer Auftrag, also die berufliche Reintegration von Erwerbslosen und das Ganze noch mit der Entwicklungszusammenarbeit zu verknüpfen. Auf eine Art, die auch wirtschaftlich verhebt. Es entstehen nicht nur im Süden Ausbildungs- und Arbeitsplätze, sondern auch in der Schweiz. Denn das Programm des Gump- und Drahtesels engagiert sich seit der ersten Minute für die Integration von Erwerbslosen. Das Netz aus Partnern im Norden ist stets gewachsen und umfasst mittlerweile rund 20 Unternehmen aus dem sozialen Bereich. Dazu gehört auch die Velostation Liestal. Die Idee ist natürlich, dass wir Arbeitsplätze generieren können. Ja, wir verladen jetzt die 500 Velo mit den Container. Das ist wirklich eine gute Sache mit Velo. Man sieht, woran das man schafft. Man sieht das Endprodukt, was mit dem passiert, wo es hingeht. Das ist ja auch vielen ein Motivator. Man weiss, man macht etwas, das wird noch jemand anders wieder gebraucht, verwertet. Es ist nicht einfach unnötige Arbeit. Mit der Unterstützung von Logistikpartnern wie Planza und dem Verband Öffentlicher Verkehr sammelt das Netzwerk Velos für Afrika jährlich rund über 15.000 gebrauchte Velos. Dank Privatspenden und rund 50 Sammelanlässen jährlich kommen so über 30 Container zusammen. Bis oben hin voll mit Velos. Dank ausgefeilter Stapeltechnik passen rund 500 Velos in einen Container. Da muss man natürlich auch sehr haben laden. Die man hier sieht, die hat man in Solothurn gesammelt. Die Gemeinde hat einen Sammeltag gemacht und dann sind die hierher geführt worden. Ein anderer Teil ist an der Mauba gesammelt worden. Da sind wir vor außen gestanden, hatten 10 Tage lang einen Stand gehabt. 2 bis 3 Container werden jeden Monat verschifft. Ihr Ziel sind hauptsächlich die Hafenstädte im Westen und Osten Afrikas. Doch damit ist die Reise noch nicht zu Ende. Auf dem Landweg werden die Velos zu den lokalen Partnern im Landesinneren gebracht. Dieser Lastwagen hat beispielsweise noch rund 1000 Kilometer vor sich. Pannen kommen immer wieder vor. Aber man weiß sich zu helfen. Von Dar es Salaam, der Hauptstadt im Osten Tansanias, geht es Richtung Njamba im äußersten Westen des Landes. Hier hat das Vijana Bicycle Center, genannt VBC, seinen Sitz.
Mit Hilfe von Velos für Afrika ist dort 2011 eine Ausbildungsstätte mit Vertriebszentrum von Recycling-Velos entstanden. Das VBC ermöglicht AIDS-Waisen und anderen Jugendlichen in sehr schwierigen Lebenssituationen eine zweijährige Ausbildung zur Velomechanikerin. Das ist Jadida. Die 17-Jährige hat das erste Ausbildungsjahr zur Velomechanikerin bald abgeschlossen. Voller Zuversicht schaut sie in die Zukunft. Am Anfang waren die Leute skeptisch. Ich als Frau. Heute kommen auch Männer zu mir, um mich nach Rat zu fragen. Bald darf ich einen Shop eröffnen, rund 120 Kilometer von hier. Dass Frauen als Velomechanikerinnen arbeiten, ist neu. Die Zusammenarbeit mit Männern auch. Aber der Mut und die Ausdauer der jungen Frauen macht sich bezahlt. Genau wie Männer können sie sich nach der Ausbildung selbstständig machen. Das nötige Rüstzeug haben sie. So wie die vollweise Henrietta. Sie leitet eine kleine Filiale und kümmert sich daneben noch um ihre 5 jüngeren Geschwister. Ich verkaufe Velos hier, vom Vijana Bicycle Center. Aber ich führe auch Reparaturen aus. An einem Markttag kann es vorkommen, dass ich bis zu 5 Velos verkaufe. Vom Vijana Bicycle Center beziehen die jungen Unternehmer nicht nur ihre Velos für den Verkauf, sie erhalten auch technischen Support und nehmen an Weiterbildungen teil. Mit Rückenwind geht's vorwärts. Die Velos kommen dank den Jungunternehmerinnen auch in entlegene Orte. So entstehen neue wirtschaftliche Möglichkeiten. Schließlich werden mit dem Gewinn aus den Veloverkäufen des Vijana Bicycle Centers Schulgebühren, Spitalaufenthalte und weitere Aktivitäten für AIDS-Waisen finanziert. So ermöglicht ein Recycling-Velo aus der Schweiz einen zusätzlichen Mehrwert für mehrere hundert Jugendliche. Ein anderes Programm des Vijana Bicycle Centers ist Bike to School. Denn Bildung ist der Schlüssel für eine selbstbestimmte Zukunft. Doch was kann man tun, wenn die nächste Schule 15 Kilometer entfernt ist? Das ist hier in der Region Njamba keine Seltenheit, sondern die Regel. Hier setzt das Schulprogramm den Hebel an. Schüler und Schülerinnen mit einem Schulweg von mehr als 2 Stunden können besonders günstig Velos kaufen. Wir glauben, dass durch dieses Programm die Schüler und Schülerinnen erfolgreicher sind, sie dadurch einen besseren Beruf erlernen können und sogar einen langfristigen Effekt auf den Wohlstand unserer Gemeinschaft haben. Ortswechsel. Etwa 100 Kilometer nördlich von Accra, der Hauptstadt Ghanas, besuchen wir ein weiteres Partnerprojekt von Velos für Afrika. Die St. Paul's Technical School in Kokorantumi. Die Schule ist einer der ersten Adressen, wenn es um den gut ausgebildeten technischen Nachwuchs geht. Dank der Partnerschaft von Velos für Afrika lernen Studenten der St. Paul's Technical School seit 2009 die Grundlagen der Velomechanik. Die Ausbildungsinhalte basieren auf Schulungen von Velos für Afrika in Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule. Das ist Technologie. Take for example the gears of the bike. Das ist wertvolles technisches Wissen für die Studenten, weiß Schulleiter Bruder Peter. Es ist Mechanik. Nimm zum Beispiel die Gänge. Dasselbe wie bei einer Maschine. Das hilft ihnen wirklich. Und nebenbei erwerben sie Fähigkeiten, mit denen sie ein Einkommen kreieren können. Tamaa ya moyo inaweza kukuweka matatani. Unatamani kuzaa wakati bado uko shuleni. Tumia akili kukataza kabla unyamata. Heute ist Velos für Afrika in 6 afrikanischen Ländern tätig. In Ghana jedoch. Dort fing vor 20 Jahren alles an. Mir ist aufgefallen, dass es gar keine Velo hat. Aber ein Haufen Leute
zig Stunden Tag für Tag zu Fuß unterwegs sind. Ich wusste, dass bei uns in der Schweiz viele Velo nicht mehr gebraucht werden, auf dem Altmetall landen. Und so ist bei mir zusammen mit einem Freund aus Ghana die Idee entstanden, diese Velo zu verschiffen und nach Afrika zu bringen. Die Mobilität mit stabilen und bezahlbaren Velos zu fördern. Das ist bis heute das erklärte Ziel von Velos für Afrika. Daher bekommen nicht nur Non-Profit-Organisationen wie das HEX Velos aus der Schweiz, sondern auch ausgewählte Händler und Kleinunternehmer. Und die Erfahrung zeigt, die Schweizer Drahtesel sind heiß begehrt. Nicht nur hier in Kumasi, im Landesinneren von Ghana. It is the major place normally sell bicycles. Schweizer Velos sind sehr schön, gepflegt und bequem. Unsere Kunden mögen Schweizer Velos. Aber die Menge ist sehr gering. She's goods is more quality more than the rest, right? So you have to bring your goods more. Drum sollt ihr mehr von euren Gooses schicken. Die Gooses, so heißen die Velos hier, kommen über Zwischenhändler bis in den Norden von Ghana. Aber auch nach Burkina Faso. Das System hat sich bewährt. Ein weit verzweigtes Händlernetz ist entstanden. Und so gelangen die Schweizer Occasions-Velos auch in die entlegensten Regionen. Machen wir einen Abstecher ins benachbarte Burkina Faso. Dort besuchen wir Gebana Afrik, einen Anbieter von Fairtrade-Produkten in der Nähe von Ouagadougou. Von hier gelangen getrocknete Mangos und Cashewnüsse in die Schweiz. Seit 2007 arbeitet Gebana Afrik mit Velos für Afrika zusammen. Rund ein Drittel aller Velos, die nach Burkina Faso geliefert werden, gehen direkt als Prämien an Frauenkooperativen und Kleinbauernfamilien. Mit dem Velo kommen die Arbeiter und Arbeiterinnen schneller aufs Feld oder den Arbeitsplatz in der Produktion der Fairtrade-Produkte. Die getrockneten Mangos und Cashewnüsse aus fairem Handel landen schließlich bei uns im Ladenregal. Damit schließt sich der Kreislauf. Das Velo verändert nicht nur das Leben seiner Besitzer, sondern schafft auch neue Perspektiven im unmittelbaren Umfeld. Die Innovationskraft der Menschen kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, neue Einkommensquellen zu schaffen. Immer sind die Velos aus der Schweiz im Spiel. Die Bauern und Bäuerinnen können sich eine wirtschaftliche Grundlage schaffen. Sie fahren von Dorf zu Dorf, von Markt zu Markt. Velos ermöglichen den Zugang zu Bildung, zur Wasserversorgung und zum Gesundheitssystem. Kurz, die Velos aus der Schweiz verändern das Leben. Sie haben ein altes Velo? Dann schenken Sie ihm ein zweites Leben in Afrika. Bestellen Sie einfach bei uns eine Transportetikette und dann ab mit der Bahn. Dank unserer Kooperation mit dem Verband Öffentlicher Verkehr können Sie Ihr Velo in der ganzen Schweiz am Gepäckschalter kostenlos aufgeben. Merci vielmals. Velos reduzieren Armut. Magura mabaya rinsa memie.